Eduard Roth und ich bin Krankenpfleger hier auf Intensivstation. Ich habe 2000 angefangen hier mit meinem Praktikum und 2001 war ich angestellt als Krankenpfleger. Ich komme aus Kasachstan. Da war ich auch als Krankenpfleger seit 1985. Und da war ich im Praktikum hier in Warndorf, habe auch hier schon gewohnt. Und dann habe ich hier die Stelle bekommen, nach den Abschlussprüfungen. Gelernt habe ich erstmal von meinen älteren Kollegen, die mir das auch immer beigebracht bzw. erklärt haben, weil das neueste Medizin musste ich für mich auch entwickeln, erstmal entdecken. Ich wollte im Haus bleiben, weil im Haus fühle ich mich ganz wohl hier. Ich wohne ganz nah und ich kenne auch die auswendig in diesen 20 Jahren alle Leute hier. Von daher, mich kennt auch fast jeder. Dann habe ich gedacht, gehst du ins OP, gehst du in Anästhesie oder gehst du auf Intensivstation? Ich wohne dann noch ein bisschen weiter. Auf Intensivstation habe ich dann gesehen, oh, das ist meins. Ne, weil das wird auch wirklich dein Wissen verlangt, dann wird auch dein Können verlangt. Und du musst auch reagieren können, ne, und das ist meins. Seitdem ich 18 Jahre bin, bin ich ja Krankenpfleger. Seit dieser Zeit arbeite ich nur im Wechselschicht, am Wochenende. Und ich habe damit wirklich Glück gehabt. Ne? Also meine Frau und meine Kinder, die unterstützen mich auch dabei. Ne? Die haben voll Verständnis, auch wenn ich nach der Nachtwache auch mal ein bisschen gereizt bin, dass ich müde bin. Die ziehen sich zurück, die lassen mich in Ruhe und das ist schon, ist es so. Mein Prinzip, du musst jetzt deine Kollegen so behandeln, wie du das selber möchtest. Und das merken die auch alle. Dadurch habe ich auch wirklich mit vielen Kollegen im Haus, auch nicht mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen, aber generell auch, sehr gute Beziehung. Ne? Wir kennen uns auch privat und wie gesagt, das macht auch in der Kommunikation zwischen Stationen auch mal viel leichter. Ne? Als allererste freue ich mich auf meine Kollegen. Wir arbeiten gerne zusammen. Ne? Und wenn die mich sehen, weiß ich, dass die auch sich auch freuen. Wir sind kein riesengroßes Krankenhaus. Wir sind auch nicht mehr klein Familienkrankenhaus, weil wir auch schon mal richtig groß geworden sind. Aber die Atmosphäre ist so geblieben. Bei uns, wie gesagt, kennt jeder oder fast jeder jeden. Wir kennen unsere Patienten mit Namen, mit Vornamen. Wir wissen, was der Patient auch hat. Und das wird nicht hier zur OP angerufen und gesagt, Patient mit Hüfte muss zum OP. Das wird einfach gesagt, Herr Müller muss jetzt operiert werden und wir wissen sofort, wer das Herr Müller ist. Das ist der Unterschied. Ich hoffe, das bleibt auch so.